Ein bisschen Normalität, ein bisschen was zum dran festhalten, das ist so schön, denn meine Damen und Herren, denn wir sind mitten im Rekordjanuar. Schauen Sie mal hier, diese Erfolgskurve Made in Germany. Das ist nicht etwa die Auflage der Zeitung Die Welt. Das sind nicht die Kirchenaustritte in der katholischen Kirche im Bistum Köln. Nein, das sind unsere schönen deutschen Neuinfektionszahlen. Eine Inzidenz von bundesweit über 1000. Vierstellig. Wie die Followeranzahl im Soundcloud-Account von Bundesjustizminister Marco Buschmann. Richtig gehört. Unser Bundesjustizminister Marco MB Sounds Buschmann hat einen Soundcloud-Account. Er macht ein bisschen Musik zum Ausgleich. Und die Musik, die er macht, passt erstaunlich gut zur derzeitigen Corona-Lage. Patrick, spiel mal bitte direkt Track 1 von MB Sounds Excalibur Calls for Arthur bei Marco Buschmann, bitte. Das ist okay. Könnt ihr mal bitte sein Profilbild zeigen? Geil! Excalibur Calls for Arthur. Okay, ja, okay, aber jetzt Cut, mach mal aus. Mach mal Song mal aus. Sorry, Herr Bundesjustizminister, wir müssen über andere Dinge reden. Ist eigentlich noch Pandemie? Ist eigentlich jetzt noch Pandemie oder kommt jetzt Endemie? Pandemie und Endemie go together in perfect harmony. Sag doch mal bitte, feiner Herr Podcast-Professor, wann kommt denn jetzt endlich dieser endemische Zustand, über den alle reden? So, und diesen endemischen Zustand, das erwarten wir schon, den werden wir bis Ende des Jahres schon entweder erreicht haben oder wir sind praktisch da. Ein Ende der Pandemie ist praktisch in Sicht. Wir sind im Grunde genommen praktisch also schon da. Wir alle können uns bald freuen, denn bald können wir wieder raus in Deutschlands heißeste Techno-Clubs. Dann heißt es wieder Maske ab, Brille auf und Let's Dance zu hotten Tunes aus der Hitfabrik von Bundesjustizminister Marco MB Sounds Buschmann bei Soundcloud. Spiel bitte nochmal einen Track, come on. Bald ist die Pandemie zu Ende und dann bald endlich wieder auf der Tanzfläche in Berlin heiße Staatssekretäre klar machen. Aber Moment, stopp, Moment mal. Dass die Pandemie bald vorbei ist, das habe ich in den letzten 2 Jahren ehrlich gesagt schon öfter gehört. Wir tun es für den Freedom Day. Wir haben Corona besiegt. Ich finde das toll. Ja, wie oft sollte schon Freedom Day sein? Wie oft sollte schon Ende sein mit der Pandemie? Und wir haben immer noch diesen Mist. Und wieder Rekordinzidenzen. Und das Allerschlimmste, ich habe immer noch wieder kein Studiopublikum in meinem neuen Studio Ehrenfeld. Seit es das ZDF Magazin Royal gibt, seit 2020, hatten wir nur 3 Sendungen mit Zuschauerinnen. Und jetzt sitzen hier wieder nur keine Menschen, sondern Mitarbeiter. Wissen Sie, wie ich mich fühle nach 2 Jahren Corona? Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Ja, wieso ist das Ende der Pandemie immer nur in Sicht? Aber nicht längst schon da. Dieser Frage gehen wir heute nach im ZDF-Magazin Royal, weil sollte nicht der Impfstoff die Lösung bringen? Wer oder was ist denn jetzt schuld daran, dass immer noch Pandemie ist, obwohl wir effektive Impfstoffe haben? Zum einen die miese Impfrate. Europaweit sind die Raten nur in Griechenland und in den ehemals kommunistischen Staaten mit einem geschwächten Vertrauen in die Institutionen noch tiefer als in den mehrheitlich deutschsprachigen Ländern. In den Dachländern Deutschland, Austria und Schweiz sind zu wenig Menschen geimpft. Aber warum ist das so? Dafür gibt es viele Erklärungen. Ist die deutsche Romantik schuld an der Impfskepsis? Ah, das ist eine Frage für die ganz großen Intellektuellen. Ist die Romantik schuld an diesen ganzen Impfverweigerern? Für kleine Intellektuelle wie mich ist die Antwort einfach. Schauen Sie mal, das ist das wichtigste Gemälde der Romantik von Caspar David Friedrich. Und tatsächlich, wir sehen einen Spaziergänger inmitten einer Pfefferspraywolke. Und wir alle wissen, wofür Spaziergänge in Deutschland inzwischen stehen. Meine Damen und Herren, der Spaziergang hat seine Unschuld verloren. Ja. Und damit ist der Fall im Grunde genommen klar. Die Romantik und Caspar David Friedrich sind schuld an deutschen Impfgegnern und daran, dass die Pandemie immer noch nicht vorbei ist. Das war das ZDF-Magazin für heute. Vielen Dank. Und bis Aspekte jetzt losgeht, machen wir noch ein kleines bisschen Kultur. Kommen wir nämlich nun zum nächsten heißen Track aus der Soundcloud von Bundesjustizminister Marco Soundclown Buschmann. Patrick, spiel uns mal bitte den Track Jagdfieber Remastered. Oh, sorry, stopp mal bitte. Wie was? Ich habe gerade gehört, es gibt noch klügere Erklärungen, warum die Pandemie doch noch nicht zu Ende ist. Na gut, ja, dann gucken wir doch noch mal ganz kurz rein. Warum ist die Pandemie bei uns immer noch nicht zu Ende? Deutschland hatte als erstes Land einen zuverlässigen Corona-Test entwickelt.
wie in Berlin der erste PCR-Test zum Corona-Nachweis entstand. Wir haben in Deutschland tolle Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher, sogar einen der renommiertesten Top-Virologen der Welt. Seriös, gut aussehend und politisch vollkommen unverdächtig. Wir haben super Personal. Und nicht zu vergessen, Deutschland hatte als eines der ersten Länder der Welt einen wirksamen Impfstoff, entwickelt in Rheinland-Pfalz, unserem Silicon Valley. Es ist ein Mainzer Unternehmen, das im Jahr 2020 die Medizin revolutioniert. Bereits im Januar beginnen Uğur Şahin und Özlem Türeci mit ihrem Team an einem Impfstoff gegen SARS-CoV-2 zu arbeiten. Es sollte der erste hochwirksame werden. Zwei Mainzer, ein Whiteboard, ein Boardmarker, das ist wahre deutsche Romantik. Es war doch eigentlich alles da. Deutschland hätte Corona-Weltmeister werden können, Impfpapst. Benedetto, tscha. Wie steht der eigentlich zu Kinderimpfungen? Man weiß es nicht. Ich hoffe, es geht ihm gut. Wo waren wir? Deutschland hätte Pandemie-Beendigungs-Weltmarktführer werden können. Und im Kampf gegen die Pandemie haben sich inzwischen mehr als 60 Millionen in unserem Land impfen lassen. Es werden täglich mehr. Oh, ein Kopfwackeln. Damit lehnt sich Olaf Scholz für seine Verhältnisse aber schon ganz schön weit aus dem Fenster. Was er mit seinem Kopfwackeln sagen möchte, 61 von 83 Millionen sind zu wenig Geimpfte in Deutschland. Zu wenig, um eine Pandemie zu stoppen. Denn wenn man nicht 8 Meter am Tor vorbeischießt, sondern nur 3, ist das trotzdem kein Tor. Warum also haben in Deutschland nicht längst alle, die könnten, die Impfe im Arm? Wir haben sie doch auch alle bezahlt. BioNTech erhält vom Bund bis zu 375 Millionen Euro für Impfstoffentwicklung. Und unser tolles gemeinsames Investment in BioNTech hat sich für uns doch auch volkswirtschaftlich gelohnt. Verschiedenen Wirtschaftswissenschaftlern zufolge hat der Impfstoffproduzent BioNTech für fast ein Fünftel des deutschen Wirtschaftswachstums 2021 gesorgt. Da zaubert eine deutsche Firma in Rekordzeit ein hervorragendes Mittel gegen eine weltweite Infektionskrankheit. Und dann sagen Millionen Deutsche trotzdem, weiß ich nicht. Warum verweigert sich der Deutsche einem effektiven, lebensrettenden und kostenlosen Hightech-Wirkstoff? Eine Untersuchung des European Social Survey ergab 2014, dass in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 10% der Bevölkerung im vorangegangenen Jahr homöopathische Mittel einsetzten. In den meisten anderen analysierten Staaten liegt der Wert unter 5%. Mal ganz ehrlich, wir schieben uns 4 Actimel-Zäpfchen pro Tag in die Darmflora oder schlucken tonnenweise nutzlose Zuckerkügelchen, weil wir ganz feste daran glauben, dass das irgendwie auch Medizin ist. Warum klappt das denn nicht mit Impfstoffen, die wirklich wirken? Stichwort: die verlorene Unschuld des Spaziergangs. Wir Intellektuellen, wir wissen es. Es liegt an einer besonders deutschen Spätfolge der Romantik, der Anthroposophie. An sich ist der Grund, warum Anthroposophen schwierig zum Impfen stehen, dass sie sagen, die Krankheit für das Kind hat einen Sinn und die Impfung würde das unterbinden. Solche Weisheiten werden bis heute in Deutschlands Waldorfschulen getanzt. Krankheiten haben für Kinder einen Sinn. Das ist so romantisch. Was das deutsche Kind nicht umbringt, macht es stark. Und wenn das Kind an der Krankheit stirbt, dann war es nicht stark genug für Deutschland. Ich rede nicht nur von der NS-Zeit. Noch 1968, da tötete eine Grippe weltweit bis zu 4 Millionen Menschen. Der stallharte 68er hätte natürlich zur Ärztin gehen können, der Wissenschaft vertrauen, der Vernunft, aber was tat er stattdessen in Deutschland? Ab und zu mal spazieren gehen. Ich bin Mediziner, ich tue gar nichts. Na, ich trinke meistens Alkohol. Also morgens fange ich schon an und dann mittags trinke ich ein Glas Rum und abends Rum. Nachmittags Rum mit Tee. Tee mit Rum oder Rum mit Tee ist ja egal, aber besser ist Rum mit Tee natürlich. Aktiviert Abwehrkräfte. Aber Vorsicht, von zu viel Rum, da wird man schwarz-weiß von. Unsere Skepsis gegenüber der Wissenschaft ist also zuallererst ein kulturelles Problem in Deutschland, das wir von unseren Großeltern und Urgroßeltern in unser deutsches Blut hineinvererbt bekommen haben. Gegen diesen irren Volksglauben von der Naturheilkunde halfen nicht einmal die brillantesten Impfwerbekampagnen der alten GroKo-Regierung. Action. Ermel. Oh. That's right. I found freedom with vaccination. You can too. Hoff off. Dieser bis heute bei Deutschen sehr geschätzte, hochbegabte Charakterdarsteller aus den 90ern konnte nicht einmal andere bis heute bei Deutschen sehr geschätzte, hochbegabte Charakterdarsteller aus den 90ern vom Impfen überzeugen. Traumschiff-Dreh ohne Harald Schmidt. Ist der immer noch ungeimpft? Ich vermute mal,
Jein. Und deswegen mussten die unverbrauchten Fresh Brains der neuen Ampelregierung auch noch mal ran. Mussten den Kreativbooster zünden für eine noch bessere Werbekampagne fürs Impfen in Deutschland. Was wir in dieser Situation mit großer Anstrengung auf den Weg gebracht haben, ist eine neue Kampagne zum Impfen und Boostern in Deutschland. Das ist die neue Kampagne zum Impfen und Boostern, die mit großer Anstrengung zustande gebracht wurde. Wow, was für ein Design. Das Auge boostert mit. Ein Red Dot Award verdächtiges Masterpiece von der Agentur. Wirklich wahr, Scholz and Friends. Das Briefing war, beeilt euch in 20 Minuten ist Pressekonferenz. Apropos alte Männer und unglückliches Auftreten in der Pandemie Öffentlichkeitsarbeit. Ungeschickte Kommunikation und langsame Entscheidungen. Die STIKO und ihr Chef Thomas Mertens stehen in der Kritik. Hä? Wieso wird denn die STIKO kritisiert? Bloß wegen solcher Interviews? Kosten denn solche langsamen Entscheidungen wie in dem Fall nicht dann wirklich auch Menschenleben? Ja. Ja! Allein während dieser Antwort sind statistisch 5 Millionen Menschen gestorben. Und was ist STIKO überhaupt? Also außer langsam. Die STIKO, die ständige Impfkommission. Diese 18 rüstigen Ehrenamtlerinnen, die aussehen, als wären sie gerade auf einer Studiosus-Tour durch Venetien, haben in der Pandemie so viel für eine gute Impfquote in Deutschland getan, wie Bundes-Soundclown Marco Buschmann für den Minimal-Elektro-Standort Deutschlands. Los, off to New York. Hey, ist doch cool, wenn Minister ein geiles Hobby haben. Ey, stopp mal ganz kurz. Wir haben in Deutschland super wichtige Institutionen, tolle Verbände, richtig krasse Gremien, Behörden und Gesundheitsämter. Wer hätte gedacht, dass wir die wirklich mal brauchen würden, um eine Pandemie zu beenden? Dann säßen da doch jetzt ganz andere Leute. Denn in der Krise braucht man Profis, die kommunizieren können. Denn natürlich gibt es auch berechtigte Sorgen vor neuen Impfstoffen. Sie selbst habe eine deutlich stärkere Periode gehabt, berichtet Clancy. Zahlreiche weitere Frauen reagieren auf den Post und berichten von einer späten, frühen oder stärkeren Menstruation nach ihrer Impfung. Tatsächlich, einige Frauen haben zum Beispiel davon berichtet, dass sich ihr Zyklus durch die Impfung verschoben habe. Woran könnte das liegen? Zum Glück gibt es in Deutschland den Berufsverband der Frauenärzte, dessen damaliger Vorsitzender und Präsident besorgten Frauen folgende medizinische Fachanalyse präsentierte. Alles, was das Gehirn beeinflusst, kann zu Blutungen führen. Und so ist es für Frauenärzte überhaupt nichts Besonderes, dass Frauen durch Stress mit Blutungen reagieren. Ich habe heute den ganzen Vormittag geimpft. Da sind einige unheimlich aufgeregt. Die haben die ganze Nacht schon nicht geschlafen. Ja, so sind sie, die Frauen. Kaum sind sie ein bisschen aufgeregt, bluten sie alles voll. Hat Deutschlands Bundesfrauenarzt Nummer 1 mitten in der Pandemie öffentlich gesagt. Dabei... Die Impfung gegen Covid-19 kann den Zyklus von Frauen in den ersten Wochen nach der Vakzinierung leicht verändern. Belegt inzwischen sogar eine Studie. Transparenz hätte Akzeptanz geschaffen. Und wenn man mal keine Ahnung hat, einfach sagen, dass man keine Ahnung hat. Das geht. Aber wenn selbst dieser gebotoxte Gynäkologen Hans-Georg Maaßen, der als Kind offenbar in einen großen Kessel mit Zauberperücken gefallen ist, ein führender deutscher Medizinfunktionär, mitten in der Pandemie berechtigte medizinische Bedenken ins Lächerliche zieht und rumschwurbelt, brauchen wir uns nicht zu wundern über die tausenden Absolventen der YouTube-Fernuniversität mit Kartoffelsalateimern auf dem Kopf und Mandarinennetzen als Maske in unseren Fußgängerzonen. In einer Pandemie einfach mal auf Wissenschaftlerinnen hören. Zumindest bei der nächsten. Einfach mal zuhören, wenn echte Akademikerinnen was sagen. Denn die wissen, warum wir in Deutschland Probleme mit dem Impfen haben. Die Frage der Inanspruchnahme des Impfens ist auch eine integrationspolitische Frage. Nicht nur, aber auch. Wir sehen, dass es in bestimmten Communities große Vorbehalte gibt gegen das Impfen, dass Geschichten kursieren von man kann nicht mehr schwanger werden, man wird unfruchtbar oder impotent oder andere Dinge. Was Berlins regierende Bürgermeisterin Dr. AD Franziska Giffey von der SPD damit sagen will, an der Pandemie sind natürlich die Ausländer schuld. Und in gewisser Weise hat Deutschlands erfolgreichste Hochstaplerin tatsächlich recht. Denn apropos Ausland, meine Damen und Herren, das Rechercheteam des ZDF Magazin Royal hat etwas Schockierendes herausgefunden. Es gibt eine Welt außerhalb von Deutschland. Es gibt andere Länder. Frankreich zum Beispiel, Liechtenstein, Venetien, Sachsen, Holland, Monaco und...
die USA gibt's auch noch. Dann Dings hier, wie heißt das große Land? Afrika. Und das hat noch mal eigene Unterländer. Die gibt's ja auch noch. Warum haben wir trotz Impfstoff noch immer eine Pandemie? Könnte es sein, dass des Rätsels Lösung auch außerhalb Deutschlands liegen könnte? Denn schauen Sie mal, in Europa sind mehr als 60% der Menschen vollständig geimpft. In afrikanischen Ländern ist es nur jede Zehnte. Während 3 Milliarden Menschen auf der Welt noch nicht mal ihre erste Impfung bekommen haben, können wir uns demnächst zum 6. Mal boostern lassen, denn... Impfstoffverträge. EU-Verhandlerin Galina. Wir haben bei den Corona-Impfstoffen gekauft, was wir kriegen konnten. Wir, die reichen Länder, haben gekauft, was wir kriegen konnten. Wir haben Impfstoffe gebunkert, bis sich die Warenkörbe bogen. Summer Sale und Knut auf einmal. Und darum gibt's jetzt leider in den ärmeren Ländern der Welt größere Impflücken als in allen sächsischen Dörfern zusammen. Alle Corona-Impfstoffe wurden auf der Nordhalbkugel der Welt entwickelt. Und da wurden sie auch zuerst verteilt. In den USA, in Europa und in China. Beim Impfen teilt sich die Welt in zwei Hälften. Je grüner, desto mehr Impf. Auf der Nordhalbkugel Überfluss, im Süden... Niemals. Und das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Niemals werden Länder wie Frankreich, die USA, China, Saudi-Arabien oder Japan arme Länder zum Nachteil ihres eigenen Volkes bevorzugen. Denen ist Afrika doch total egal. Nur nicht, wenn es um unsere Rohstoffe geht. Rohstoffe nehmen? Oh yeah. Impfstoffe geben? Oh. Nö. Aber... Eine Pandemie ist kein regionales Problem. Das sagt ja schon der Begriff Pan. Die Panflöte erklärt sehr gut, was Pan bedeutet. Völlig, gesamt, total. Auf der ganzen Welt hasst man Panflöten. Danke, ist okay, danke. Pan. Pandemie ist also auf der ganzen Welt. Und in Deutschland ist die Pandemie, obwohl wir tolle, effektive Impfstoffe haben, auch deshalb noch nicht vorbei, weil wir verwöhnten, querdenkenden Deutschen einen Impfstoff ablehnen, den die Menschen im globalen Süden gar nicht ablehnen können, weil es da gar keinen gibt. Und wenn, dann nur abgelaufenen. Nigeria vernichtet 1 Million Corona-Impfdosen. Gespendete Vakzine meist kurz vor Ablauf. Was könnte eine Lösung sein? Was sagen denn die linksgrün versifften Fundamentalmarxisten der sozialistischen Rotfront-Kooperative WTO, die Welthandelsorganisation? Mehr als 100 Länder haben der Welthandelsorganisation WTO vorgeschlagen, vorübergehend auf Patente, Geschäftsgeheimnisse und anderes geistiges Eigentum an allen medizinischen Covid-19-Produkten zu verzichten. What? Vorübergehend auf Impfstoffpatente verzichten, damit auch Länder des globalen Südens die Vakzine selber herstellen können? Hä, das ist echt eine ganz gute Idee. Was sagt denn BioNTech dazu? To be clear, you think it's a bad idea? Yes, yeah. It will not increase the number of doses we will have available within the next 12 months. It will probably act towards increasing chaos in production. Patentfreigabe für Impfstoffe is not a good idea. Das würde Chaos bedeuten. Hä? Ist das eine zu große Herausforderung für BioNTech? Nee, das... Ich meine, unsere beiden Spitzenforscherinnen aus Mainz, die sind doch nicht ans Whiteboard getreten, um die Welt so zu lassen, wie sie ist. Als ich angefangen habe, den Kollegen darzustellen, wie wir arbeiten müssen, und dann die ersten Einwände kamen, dass das doch nicht geht, weil man dieses und jenes betrachten müsste, habe ich gesagt, das ist alles richtig, aber wir müssen umdenken. BioNTech steht für Veränderung und Umdenken. Aber einmal reicht. Wir sind ja immer noch in Mainz. Wir haben da auch mal nachgefragt bei BioNTech, was genau habt ihr denn jetzt gegen die Patentfreigabe? Antworten wollte das Unternehmen uns aber leider nicht. Und das ist echt schade. Weil ich dachte immer, ey, BioNTech und das ZDF, die beiden Mainzer Innovationstreiber, wir sind doch irgendwie eine Unity, wir gehören doch irgendwie zusammen wie Guido Maria Kretschmer und Lenore. Aktiviert Abwehrkräfte. Zum Glück haben wir ja inzwischen die Ampelkoalition, Scholz and Friends, unsere neue global denkende Power-Regierung. Unser grüner Bundesminister für Wirtschaft und Gedöns, Robert Habeck, der wollte Druck machen, der will Gas geben, bei den Pharmakonzernen ein bisschen Druck machen und für eine Patentfreigabe für Impfstoffe werben. Grünen-Chef Habeck fordert Patentaussetzung für Corona-Impfstoffe. Also, das hat er gesagt, bevor er Minister wurde. Inzwischen klingt er eher so. Nachdem ich als Wirtschaftsminister war und mit den Unternehmen noch mal intensiv gesprochen habe, dass das uns nicht helfen würde. Helfen würde.
was er durch die geschlossenen Zähne sagen möchte. Wenn wir was verschenken, dann hilft uns das nicht. Und zwar finanziell. Patentfreigabe lieber nicht mehr mit Robert Habeck. Oder wie man es im Bundesentwicklungsministerium zwischen Kaffeeküche und Pinkelbecken inzwischen begründet. Wer nicht kochen kann, dem hilft auch kein Kochbuch, meint Dr. B. Braune vom BMZ-Bund zur heiß diskutierten Frage einer temporären auf Covid-19 beschränkten Aufhebung des Patentschutzes. Wer nicht kochen kann, dem hilft auch kein Kochbuch. Doch. Genau genommen ist doch ein Kochbuch das allererste, was einem hilft, wenn man nicht kochen kann. Es ist längst bewiesen, eine Aufhebung von Patentschutz wirkt. HIV zum Beispiel ist heute weltweit nicht mehr ansatzweise so tödlich wie früher, weil knapp 96% aller HIV-Medikamente mittlerweile ohne Patentschutz hergestellt werden können. Oder ein anderes Beispiel, er hier. Dieses uneheliche Kind von Hans-Werner Sinn und dem STIKO-Chef heißt Nils Bohlin. Der hat als Ingenieur für Volvo so lange herum ingeniert, bis sein Arbeitgeber Volvo am 29. August 1958 im schwedischen Patentamt sagte, Expedit Fjällräven, das ist schwedisch und heißt, hurra, wir haben soeben den Anschnallgurt fürs Auto erfunden. Und jetzt kommt's. Volvo behielt das Patent für den Anschnallgurt im Auto nicht für sich, um richtig Asche zu machen, sondern erlaubte anderen Autoherstellern, den Gurt nachzubauen, weil es Leben rettet. Darum mal eine Botschaft von Mainz nach Mainz, von Mainzer zu Mainzer. Ey, liebe BioNTech-Crew in der Goldgrube 12, Mainz ist die Heimatstadt hiervon. Mainz hat das hier verbrochen. Ja, komplizierte Impfstoffe zusammenrühren in dieser Stadt, in Mainz. Dem Köln für Verlierer. Und Köln ist schon das Bonn für Verlierer. Wenn man das in Mainz hinbekommt, dann kann man das wirklich überall auf der Welt. Mainz, if you can make it there, then you can make it really everywhere. Und verdammt nochmal, ich will endlich mein Publikum zurückhaben in meinem neuen Studio Ehrenfeld. Und wenn wir diesen Corona-Mist nicht weltweit bald unter Kontrolle bekommen, dann kommt eine Mutation nach der anderen. Dann kommt nach Omikron Omega und nach Omega kommt Omikron 2. Jetzt wird geheiratet und dann kommt Alarm für Delta 11 und noch eine Mutation und noch eine Mutation. Und es ist ja schön, wenn bei uns hier 70% oder 90% dreifach geimpft und geboostert sind. Aber was bringt das, wenn 40% der Welt ungeimpft ist, dann endet die Pandemie nie. Und die nächste Pandemie kommt bestimmt. So wie es jetzt läuft, funktioniert das nicht. Globale Probleme brauchen globale Lösungen. Und so wird es nie aufhören. So kann es niemals aufhören. Es wird niemals aufhören. Nie hört es auf. Es wird immer wieder passieren. Nie hört es auf. So hört es niemals auf. Die Pandemie geht weiter und weiter und weiter. Die Pandemie hört nie auf. Es hört nie auf. Und wenn alle Pandemie vorbei ist, kommt